alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Ja, nein, nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden. Als Raum, in dem man wohnt und der anständig aussehen muss. In dem natürlich auch Kunst erscheint. Ja. In dem alles möglich erscheint. Sie besinnen sich, Kennedy hat versucht, den Raum des Öffentlichen ganz entscheidend zu erweitern, indem er die Dichter und sonstige Taugenichtse ins Weiße Haus geladen hat. Nicht? Also das alles könnte noch mit in diesen Raum gehören. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische. Aufs Biologische und auf sich selbst. Und da haben Sie den Zusammenhang mit der Verlassenheit. Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Ich kann hier jetzt im Moment nicht darauf eingehen, es würde uns zu weit führen. Und diese Verlassenheit ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem dann nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten tritt. Frau Arendt, Karl Jaspers, Ihr ehemaliger Lehrer, gilt als Ihnen und Sie ihm in besonderem Maße verbunden, als eine Art Dialogpartner in jenem von Ihnen vorhin schon einmal erwähnten immerwährenden Dialog unter Freunden. Worin sehen Sie den stärksten Einfluss, den Jaspers auf Sie ausgeübt hat? Sehen Sie, wo Jaspers hinkommt und spricht, ich hoffe, er hört diese Sendung, da wird es hell. Er hat eine Rückhaltlosigkeit, ein Vertrauen, eine Unbedingtheit des Sprechens, das ich bei keinem anderen Menschen kenne. Dieses hat mich schon beeindruckt, als ich ganz jung war. Er hat außerdem einen Begriff von Freiheit gekoppelt mit Vernunft, der mir, als ich nach Heidelberg kam, ganz fremd war. Ich wusste davon nichts, obwohl ich Kant gelesen habe. Ich habe diese Vernunft sozusagen in Praxis gesehen. Und wenn ich so sagen darf, ich bin vaterlos aufgewachsen, nicht? Ich habe mich davon erziehen lassen. Oder wenn Sie so wollen, sofern es ihm gelungen ist, ich will ihn um Gottes Willen nicht für mich verantwortlich machen. Also weil es irgendeinem Menschen gelungen ist, mich zur Vernunft zu bringen. Zu erziehen? Ja, in dem Sinne von zur Vernunft zu bringen. Ja. Dann ist es Karl Jaspers. Und diesen Dialog, der ist natürlich heute ganz anders. Das ist eigentlich mein stärkstes Nachkriegserlebnis gewesen, dass es ein solches Gespräch gibt, dass man so sprechen kann. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. In einer Festrede auf Jaspers haben Sie gesagt, gewonnen wird die Humanität nie in der Einsamkeit und nie dadurch, dass einer sein Werk der Öffentlichkeit übergibt. Nur wer sein Leben und seine Person mit in das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen. Dieses Wagnis der Öffentlichkeit, ein Zitat von Jaspers wiederum nun, worin besteht es für Hannah Arendt? Nun, das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar zu sein. Man exponiert sich dem Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. Wenn ich auch der Meinung bin, dass man nicht auf sich selbst reflektiert, in der Öffentlichkeit erscheinen und handeln darf, so weiß ich doch, dass in jedem Handeln die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie in keiner anderen, im Handeln und Sprechen, das Sprechen ist eine Form des Handelns, wie in keiner anderen Tätigkeit. Also das ist das eine. Das zweite Wagnis ist, wir fangen etwas an, wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun.
Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da auf in irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man.